Pure Kraft verteilt auf 1,91 Meter Körpergröße. Jakob Johnson, ein Stuttgarter in der größten Football-Liga der Welt, der NFL. Er ist Fullback bei den New England Patriots. Seine Oberschenkel ähneln denen von Roberto Carlos in seinen besten Zeiten. Take 3, take 3. Der 86. Alright. Sind wir? 67. Geht noch ein bisschen mehr. Wir haben ihn getroffen zur Gartenarbeit der etwas anderen Art. Hi. Gut, gut. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Zurzeit viele Termine hier in Deutschland, aber ja, wir haben Spaß. Wie ist es für dich, zurück in der Heimat zu sein? Sehr cool. Freunde besuchen, Familie, Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber gleichzeitig ist jetzt auch bei mir schon wieder die Zeit, dass ich eben im Training bin. Und ich habe hier ein super Trainingscenter mit dem Machbar-Trainingscenter in Sindelfingen. Und also einfach ein bisschen Kräfte tanken, bevor es wieder zurückgeht und voll ins Training geht in den USA. Was bedeutet Heimat für dich? Hauptsächlich würde ich sagen Familie. Familie, gutes Essen. Also, wir klingeln jetzt bei meiner Cousine. Oh, hallo Lilo! Also in den USA gibt es zwar alles an Burgern, was du brauchst, aber das übertrifft natürlich dann nicht die hausgemachten Spätzle oder mal hier einen Döner essen gehen. Konntest du denn deinen Teamkollegen schon mal ein bisschen deutsche Kochkunst beibringen? Ich habe es wirklich versucht. Ich habe letztes Jahr vor Weihnachten einen Sauerbraten gemacht mit Spätzle und Rotkraut, aber irgendwie kam das nur bei der Hälfte der Jungs gut an. Ja? Und dann haben die gemeint, irgendwie, das Fleisch ist sauer. Ja? Wie gesagt, das ist der Punkt von einem Sauerbraten. Aber haben sie, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Was vermisst du, wenn du in den USA bist, am meisten an Stuttgart und an deiner Heimat? Ich glaube, hier, besonders in Stuttgart, hast du eine besondere Art von Freiheit. Ja? Du kannst hier natürlich, wenn Corona nicht gegeben ist, mit der Bahn in die Stadt fahren und da einen entspannten Abend irgendwie an der Königstraße verbringen. Kannst aber auch genauso gut die Nacht durchmachen in den Clubs oder Sport machen in den Hanglagen. Also ich denke, hier ist einfach was für alles geboten und das ist ein bisschen so, was du in den USA dann vermisst. Da musst du überall mit dem Auto hinfahren und alles vorher abchecken. Aber du bist ja beruflich dort, vor allem. Es war jetzt deine zweite Saison für die Patriots. Wie fällt denn so dein ganz persönliches Fazit aus? Ja, ein bisschen lachende Sorge, weinende Sorge. Wie gesagt, wir hatten eine bisschen durchwachsene Saison. Und also ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall einfach, mehr Spiele zu gewinnen. Persönlich bin ich natürlich einfach sehr, sehr happy, dass ich 16 Spiele durchgespielt habe und Wege gefunden habe, dem Team zu helfen. Und ich denke, ich muss einfach weiter an mir selber arbeiten, weiter an meiner Rolle arbeiten und da eben Wege finden. Die Patriots verpassten die Playoffs. Jakob Johnson hatte aber seinen ganz großen Moment. Im September fing er als erster deutscher Offensivspieler einen Touchdown in der NFL. Es war ein bisschen eine verrückte Woche. Zweite Woche von der Saison, es war alles noch ein bisschen neu. Bei mir kam dazu mein Football-Coach, der mich damals am College, vor meinem letzten Jahr im College, war ich mit ihm trainieren, der mir wirklich eigentlich ermöglicht hat, dass ich überhaupt gelernt habe, wie man Bälle fängt, ja, und wie man Routen läuft. Ich hatte mit dem jetzt noch im letzten Januar, Februar in Florida trainiert, ist in der Woche überraschend an einem Herzinfarkt gestorben und dann mit den Gedanken, also ich habe die Beisetzung noch ein bisschen über Livestream verfolgt, mit den Gedanken eben in das Spiel zu gehen und dann zu wissen, dass okay, du hast einen Spielzug, wenn der gecallt wird, dann ist es ein Touchdown, wenn du den Ball fängst, ja, und dann den Ball zu fangen und eben den Moment zu haben, nach so einer Woche war natürlich faszinierend. Und weißt du noch, wie der Call im Genauen hieß von dem Spielzug? Ja, ich weiß sogar noch, aber kann ich natürlich nie sagen. Das ist natürlich hier Berufsgeheimnis. Das Footballspielen lernte Jakob Johnson bei den Stuttgart Scorpions. Im Schatten des Stuttgarter Fernsehturms begann eine Reise, die damals völlig utopisch schien. Für uns war das nie wirklich realistisch, ja, dass irgendwie einer von uns das mal in die NFL packen würde. Das war
für uns, auch die NFL-Spieler waren für uns nicht irgendwie normale Jungs, ja, so wie ich es jetzt ansehe, sondern das waren eben irgendwie ganz, ganz besondere Aliens, die da muskelbepackt rumrennen. Also für uns war da schon ein klarer Unterschied zwischen was wir machen und was sie machen. Und ich würde sagen, der Grad wird immer schmäler, ja, also besonders der deutsche Football, der internationale Football wächst, wird immer größer. Klar ist da noch ein großer Unterschied zu allein den College-Ligen in den USA. Aber man sieht, dass das Ganze sich doch immer mehr vernetzt. Von Stuttgart ging es an die Uni nach Tennessee. Doch eine Verletzung ließ den Traum vom Profi-Football vorerst platzen. Die NFL war wieder ganz weit weg. Nachdem meine letzte College-Saison eben gespielt war, habe ich eben nicht das Gefühl gehabt, dass ich ein Resümee hatte, das gut genug gewesen wäre, um mir den Weg irgendwie in die NFL direkt zu ermöglichen. Und dazu kam dann noch, dass wenn du dann dich nach deiner letzten Saison eben verletzt, du eben keine Chance hast, irgendwie dein leichtes Resümee mit einem besonders guten Pro Day auszugleichen. Ja, also du hast ja dann 3 Monate Zeit, um dich eben auf den Pro Day vorzubereiten. Und wenn du aber dann in der Zeit verletzt bist und du sowieso nicht so ein starkes Resümee hast, dann hast du nicht noch die Chance, das mit irgendwie besonders hartem Training auszugleichen. Und ja, nach meinem Pro Day war mir eigentlich klar, dass ich da jetzt nicht irgendwie von dem Team noch einen Call bekomme. Und habe dann in der Zeit eben in der Nähe vom Campus in der Pizzeria gejobbt, einfach um irgendwie die Miete zu zahlen und so weiter. Und das war schon auf jeden Fall so ein Moment, wo ich halt dann gedacht habe, okay, jetzt ist das Kapitel Football in deinem Leben erstmal vorbei und jetzt schaust du eben, wie es weitergeht. Hast du jetzt rückblickend das Gefühl, dass solche Phasen vielleicht auch, ja, vielleicht nicht wichtig waren, aber dass sie dich unheimlich geprägt haben auf dem Weg, wo du jetzt wieder hingekommen bist? Ja, auf jeden Fall, ja, so, wenn du eben den direkten Weg gehst, ja, dann bist du eben die ganze Zeit in so einer, sag ich mal, in der Football-Blase, wo du eben immer der Held bist, ja, du bist immer der große Star, du bist immer, kannst nichts Falsches machen, ja, und es hat mir eben die Möglichkeit gegeben, nochmal, sag ich mal, mich ein bisschen zu erden und eben auch zu überlegen, was meine Ziele sind, ja, warum spiele ich überhaupt Football oder gibt es da vielleicht größere Gründe, oder wo will ich überhaupt hin im Leben, ja, wie denkt jeder, der mal einen Job gemacht hat, auf den er nicht so viel Bock hatte, der kennt es, wenn du da stundenlang arbeitest, da hast du, sag ich mal, viel Zeit zu überlegen, okay, was würde ich jetzt gerade lieber machen. Und ich denke, da hat es auf jeden Fall mir geholfen, mir nochmal einen anderen Fokus zu geben. Den Fokus neu finden, dabei half auch sein Ex-Team, die Stuttgart Scorpions. In meinem Kopf war Footballspielen eigentlich vorüber, ja, das Kapitel war abgehakt. Und es waren dann eben Jungs von den Scorpions, mit denen ich in der Jugend gespielt habe. Ganz, ganz besonders der Luca Ulrich, der Kollege, der mich wirklich halt einfach überzeugt. Also die mussten mich überzeugen, ja, die mussten mich überreden, nochmal zurückzukommen und eben bei ihnen dann noch weiter zu spielen. Und ohne diesen Schritt wäre ich jetzt nicht hier. Ja, das ist ganz klar. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dort eben Football gelernt habe, ja, und da, dass dort eben diese Liebe für diese Sportart entfacht wurde. Ganz konkret wäre ich nie in das internationale Pathway-Programm eingestiegen, hätte ich nicht diese Saison im Sommer noch gespielt. Und da ist mir eben wichtig, zum einen meine Dankbarkeit dafür zu zeigen, ja, und gleichzeitig aber auch den Weg hinter mir eben zu vergrößern. Ja. Ich bin sozusagen durch ein paar Glücksfälle eben einen ganz schmalen Grat eben in diese NFL jetzt gegangen. Und wenn das Ganze dann schon von irgendwie einem Trampelpfad zu einem bisschen weiteren Weg wird hinter mir, dann wäre es schon mal, sag ich mal, ein Erfolg. Johnson überzeugte am Ende die Talentsucher und 2019 kam dann der Anruf, der alles veränderte. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, was ging dir damals durch den Kopf, was geht dir heute durch den Kopf? Kriegst du noch Gänsehaut, wenn du das Video zum Beispiel siehst? Ja, also es war auf jeden Fall ein prägender Moment. Es war cool, dass ich das Ganze eben zusammen mit meiner Familie machen durfte. Wir haben damals noch eine Weile gezittert, weil der Anruf ja eigentlich früher kommen sollte, als er dann gekommen ist.
Ich glaube, der Kollege Kameramann war hier auch da dabei. Es war der Kameramann, der das Ganze gefilmt hat. Ja. Also ähnliches Setup. Die Kamera so vor meinem Gesicht, das Licht hier. Und dann eben einfach irgendwie warten für 4 Stunden. Ja. Also war auf jeden Fall interessant. Nee, aber war ein super Moment. Ja. Aber gleichzeitig ist dann eben, du lernst ja schnell, dass es eben nach so einem Moment auch direkt weitergeht. Ja. Und das glaube ich auf jeden Fall, was ich auch den Nachwuchstalenten raten würde, ja, wenn du es, sag ich mal, ans College schaffst, dann ist natürlich Grund zur Freude, aber es ist auch, sag ich mal, der Anfang von viel Arbeit. Ja, und genauso eben dann mit dem Schritt in die NFL. Du freust dich, aber das ist dann, sag ich mal, nur der Anfang von viel Arbeit. Du kommst das erste Mal in den Lockerroom und dann stehen dort so ein paar Namen wie Tom Brady, Julian Edelman. Geht man da rein und sagt: Guten Tag, hello. Hallo Tom. Hey Julian, wie läuft so ein erstes Kennenlernen ab? Ja, also du fängst ja bei den Teams in der Off-Season-Zeit eben an. Und also da fängt das Ganze noch ein bisschen, sag ich mal, sanft an, eben mit einfach ein paar Lifts und so weiter. Ein paar Trainingseinheiten, wo du eben die Leute dann siehst. Aber ja, du hast halt nicht viel Zeit, irgendwie da jetzt in Ehrfurcht zu erstarren oder irgendwie ein Fanboy zu sein. Weil du bist ja da für einen Job und wenn du da jetzt dann, sag ich mal, da mit deiner Zeit verbringst, dann ist es nicht Zeit, die du nutzt, um irgendwie besser zu werden. Und du willst ja auch das Vertrauen von diesen Jungs erarbeiten. Und da bleibt wenig Zeit irgendwie, um zu reflektieren. Wie schwer ist es denn, sich in so einem Team, das ja vor allem solche Erfolge vorzuweisen hatte, sich Respekt und Anerkennung zu verdienen, wenn man da als Rookie hinkommt? Schwer ist es überall, ja. Und da hast du dann eben, musst du eben einfach jede Chance nutzen, zu zeigen, dass die Jungs sich auf dich verlassen können, und dann geht das Ganze. Ist es dort überhaupt möglich, Freundschaften zu knüpfen? Ja, also es ist durchaus möglich, weil also am Ende des Tages, klar, es ist dann Konkurrenzkampf, aber jetzt irgendwie wütend auf die anderen Leute zu sein, hilft dir auch nicht. Ja? Also du kontrollierst, was du kontrollierst. Du kontrollierst die Raps, in denen du auf dem Feld stehst und kannst da eben dann dich zeigen und einen guten Job machen, und was andere Leute machen, kontrollierst du ja nicht. Ja? Und dann gleichzeitig ist es ja auch so, wenn du einen guten Job machst, jemand anderes einen guten Job macht, ja, und das Team sich eben für den entscheidet, dann gibt es ja eben noch irgendwie 31 andere Teams, die dein Trainingsfilm ja auch sehen können und sehen, wenn du einen guten Job machst. Also ich habe das immer mich da einfach sehr auf mich selber fokussiert und zumindest versucht, mit meinen Teammates gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Diese Saison stand der gebürtige Stuttgarter in allen 16 Spielen auf dem Feld. Allen Hürden aus der Vergangenheit zum Trotz. Ein Football-Märchen? Also ich glaube, ich bin da im täglichen Grind zu sehr drin, um es als ein Märchen bezeichnen zu können. Ja, also das ist auch nicht immer Sonnenschein dann in der NFL. Ja, es gibt auch natürlich Tage, wo du von den Coaches ordentlich auf den Deckel bekommst. Aber Spaß habe ich immer noch. In dieser Saison war jetzt Cam Newton dein Quarterback, und es ist ja bekannt, dass er seinen Mitspielern gerne Spitznamen gibt. Was ist denn deiner? Oh Mann, da muss ich mich jetzt zurückerinnern. Ich glaube, also allgemein mein Spitzname drüben ist immer Jack. Die sagen irgendwie dieses Jakob. Wenn die es Deutsch aussprechen wollen, dann wird das Ganze einfach aggressiv gerufen. Es ist immer so Jack oder Jack, und das war immer mein Spitzname. Aber das stimmt schon, der kommt immer mit super Spitznamen für jeden. Wie steht es eigentlich um deine Fußballskills? Ja, die hatten wir ja gestern gesehen. Ne? Tormann schießen, links. Ich muss oben sagen, ich hatte ab und zu mal ein bisschen Angst um das Equipment im Studio. Ja, ich glaube, die Leute im Studio auch. Ich hab einmal den Kameramann abgeschossen und so weiter. Aber mich hat der Ehrgeiz irgendwie, also ich habe eigentlich gedacht, komm, ich lasse den Jungen gewinnen. Aber der Ehrgeiz kam dann doch irgendwie noch raus. Und dann schön oben links den letzten versenkt. Schön oben links den letzten versenkt. Ja, na also! Let's go! Das ist halt Competitor, Clutch, wie man so sagt. Du hast ja auch nie ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass du ein VfB-Fan bist. Genau. Wie sehr verfolgst du den VfB noch, und welche Möglichkeiten gibt es auch vor allem in den USA, überhaupt die Bundesliga zu verfolgen? Also die Bundesligaspiele werden da ab und an schon noch gezeigt, aber so würde ich sagen, der VfB jetzt noch zurzeit seltener, ist, glaube ich, drüben noch nicht so bekannt. Ist ja jetzt auch gerade erst wieder zurück in die Bundesliga gekommen. Nein, aber ich schaue mir da die deutschen Zusammenfassungen an, wo ich kann, und verfolge das Ganze eben so ein bisschen aus der Ferne. Aber man hat gesehen, dass die Jungs dieses Jahr auf jeden Fall einen guten Job machen. Also.
VfB-Fan und VfB-Botschafter. Der 26-Jährige posierte Ende Januar mit einem Sondertrikot der Stuttgarter. Der Regenbogenbrustring als Zeichen für Vielfalt und gegen Hetze. Als ich da angeschrieben wurde, habe ich natürlich direkt ja gesagt. Ja, also ich meine, Stuttgart ist so vielfältig und hat so viele bunte Menschen und so viele verschiedene Seiten. Ich denke, das ist auf jeden Fall die beste Stadt, um wahrscheinlich diese Message auch nach vorne zu tragen. Und dann, als ich bei dem Fotoshoot war und natürlich die Jerseys gesehen habe, da habe ich gesagt, hey, natürlich, sofort. Also diese Jerseys sind so einzigartig, würde ich sagen, und so cool, dass ich einfach super finde, dass sich die Jungs dafür sowas einsetzen, was ja, sag ich mal, im Fußball auch, sag ich mal, ein bisschen weniger passiert, als wir es beim Football gewohnt sind. Wir machen schon echt so viel von Breast Cancer Awareness oder Crucial Catch und Salute to Service. Bei uns gibt es ja jeden Monat eigentlich was Neues, würde es für uns einsetzen. Dann zu sehen, dass sowas auch im Fußball umgesetzt wird, ist super. In den USA sind Rassismus und die Black Lives Matter Bewegung nach wie vor ein großes Thema, auch für Jakob Johnson. Ja, also es war natürlich eine schwierige Zeit, ja. Also war viel los. Du hattest hat auch die Jungs, sag ich mal, schwer berührt. Ich habe ja das Glück, dass ich im Hinterkopf eben weiß, okay, ich kann immer zurück nach Deutschland zurückgehen, wo es einigermaßen sicher ist und wo du vielleicht die Problematik nicht so sehr hast. Ja, aber dann eben zu sehen, dass das Ganze eben, besonders die Jungs, die eben Familie haben in den USA, die Kinder haben, schwer emotional betrifft, weil die sich eben einfach Sorgen um die Zukunft von ihren Kindern machen. Und da eben ein Teil von den Gesprächen zu sein, war sehr eye-opening für mich, also hat mir die Augen geöffnet. Und es war eben eine schwierige Zeit. Du hattest Coronavirus, du hattest Black Lives Matter, du hattest die Wahlen, die in den USA auch noch anstanden, was eben das ganze Land polarisiert hat, ja, das ja sowieso schon sehr gespalten ist. Aber wir haben da eben einfach Wege gefunden als Team, um zusammen zu bleiben. Und ich denke, Football hat eine super Chance, die Leute eher zusammenzubringen, ja, auch wenn es da Rivalitäten gibt. Wie gesagt, die Fans kommen von allen Hintergründen und allen Formen und Farben. Und ich denke, da hat der Football geholfen. Im Super Bowl heißt es nun Old School Brady gegen New School Mahomes. Ich brauche natürlich einen Tipp von dir. Ja, also ich, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Tipp davor. Ich glaube, Brady und die Tampa Bay Buccaneers machen die Sache. Also keiner gewinnt so ein Spiel alleine, aber ich glaube, die Buccaneers sind hungrig. Könnten der erste Super Bowl-Gewinner in einem Heimstadion sein. Also ich denke, die Jungs haben jeden Grund, um die Sache zu rocken. Jakob Johnson, ein Stuttgarter Junge in der NFL. Ob es für ihn bei den New England Patriots oder bei einem anderen Team weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Aber eins ist sicher, Jakob Johnson wird mit harter Arbeit seinen Weg weitergehen.